Preisexplosion und Inflation. Müssen Deutschlands Rentner bald hungern und frieren? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ein Thema, was uns seit Beginn der Ukraine-Krise überhaupt nicht mehr loslässt, was unser ganzes Leben aktuell dominiert, die gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten und damit auch die gestiegenen Inflationspreise. Für viele Menschen, vor allen Dingen Rentner mit kleinen Renten, meist unter 1.000 Euro oder bis 1.000 Euro und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit kleinen und mittleren Einkommen auch so betroffen, Beamte mit kleinen Bezügen, sieht es aktuell wirklich sehr, sehr schlimm aus. Die Kosten für Strom, Gas, Öl und Lebensmittel sind massiv gestiegen. Dass gleichzeitig auch die Inflation gestiegen ist, muss ich Ihnen ja nicht mehr verraten. 10-11% werden aktuell prognostiziert. Alleine im Monat August sind die Erzeugerpreise, also die Produktionskosten für Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum Vormonat Juli um über 50% angestiegen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mit der Inflation wird das Geld, was Sie, ich, die Rentner, Unternehmen monatlich zur Verfügung haben, schlichtweg entwertet. Die Kaufkraft für einen Euro nimmt damit monatlich ab. Gleichzeitig steigen aber die Preise. Und im Grunde genommen ist es für uns alle eine doppelte Katastrophe, weil wir und vor allen Dingen die Menschen, die wenig haben, ich spreche von Rentnern, Studenten, Sozialgeldempfängern und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit geringen Einkünften, deutlich weniger für ihr bestehendes Einkommen kaufen können. Also die Kaufkraft des Euros nimmt rapide ab. Da die Energiepreise steigen, müssen die Menschen vor allen Dingen, vor allem Mieter, mehr Geld aufwenden, um die monatlichen Heiz- und Nebenkosten zu zahlen. Dann bleibt für das Essen oft einfach wenig bis nichts mehr übrig. Wer 1.000 Euro Nettorente hat, der weiß genau, von was ich hier rede. Der Versuch, sich günstig Lebensmittel zu beschaffen oder zu besorgen, zum Beispiel wenn Sie zu einer Tafel gehen, wird für viele von Ihnen unmöglich sein, weil die Tafeln einfach nichts mehr zu verteilen haben. Die haben eine bestimmte Menge an Lebensmitteln, die sie täglich verteilen können. Und wenn sie nicht mehr haben, können sie auch nicht mehr verteilen oder dann zu günstigeren Preisen verkaufen. Deutschland, da geben Sie mir mit Sicherheit recht, ist ein superreiches Land. Wir haben viele Menschen, die Millionäre sind. Und die haben auch viel Geld. Wenn wir in Deutschland nur ein bisschen mehr von diesem Wohlstand verteilen würden oder umverteilen würden in Form einer entsprechenden Vermögenssteuer, dann wäre vielen möglicherweise damit geholfen. Den Reichen tut es nicht weh, wenn sie ein paar Euro mehr Steuern zahlen müssen. Was auch dringend notwendig ist, dass in diesen Zeiten der schweren Krise die Ärmsten und auch den armen Rentnern wirklich echt geholfen wird, und zwar mit einer monatlichen steuerfreien Heizungsumlage oder steuerfreien Heizungszulage von 200 Euro zum Beispiel. Die 300 Euro Energiepreispauschale, die die Rentner zum 1.12.2022 möglicherweise erhalten werden sollen, sind doch tatsächlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn die deutsche Regierung Uniper zum Beispiel einem einzigen Gasimporteur seit Anfang diesen Jahres über 10 Milliarden Euro Kredite bewilligt hat über die KfW-Bank, dann wird es doch wohl möglich sein, dass wir für das entsprechende Geld auch den Ärmsten und den Bedürftigen in diesem Land, unter anderem auch vielen Millionen Rentnern, hier eine entsprechende steuerfreie Zulage im Monat zahlen. Das muss ja nicht für immer sein, aber zumindest bis die Preise wieder irgendwann mal in vernünftige Regionen gesunken sind, sodass wir hier auch wieder normal leben und keine Ängste mehr haben müssen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.